Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Eine wahre Geschichte, die ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe in der Kugel, die niemals lügt. In einem fernen, fernen Land lebt die gefürchtetste und gefährlichste Bestie unter allen Tieren auf dieser Erde. Sie ist böse und hinterhältig und gefährlicher als Zehndrachen. Seht nur her, ich zeig sie euch. Da ist sie. Das ist sie. Mantis, die Gottesanbeterin. Sie kann alles verschlingen. Mann und Maus. Und wen sie einmal gepackt hat, den lässt sie nie mehr los. Den frisst sie auf. Mit Haut. Und eines Tages erwischt sie auch euch. Alte und neue Horrorfilme erzählen von der Begegnung mit außerirdischen Aliens. Und manche Menschen behaupten, sie mit eigenen Augen gesehen zu haben. In den Tiefen unzugänglicher Urwälder. Tatsächlich gibt es eine Tierfamilie, die auf uns wirkt wie von einer fremden Galaxie. Mehr als einmal haben diese bizarren Kreaturen Hollywood-Filme inspiriert. Denn diese irdischen Aliens haben viele Gesichter. Aug in Aug mit einem solch sonderbaren Insekt mag man kaum glauben, dass sein Heimatplanet auch der unsere ist. Sein chitingepanzerter Leib wirkt wie der pulsierende Raumanzug eines galaktischen Besuchers. Science-Fiction-Autoren nennen dieses Tier nicht ohne Grund das Alien-Insekt. Auch in der realen Welt hat es einen übersinnlichen Namen: Gottesanbeterin. Gottesanbeterinnen bewohnen die tropischen Regenwälder der alten und neuen Welt ebenso wie Trockengebiete rund um den Globus. Manche Arten behaupten sich sogar in Halbwüsten und Wüsten. Wo immer sie auftreten, leben sie bevorzugt in Büschen und auf Bäumen. Alle Gottesanbeterinnen haben eines gemeinsam. Sie sind äußerst erregbar und zeigen schnell pittoreske Drohgebärden. Oder präsentieren eindrucksvolle Signalfarben. Ihre Drohhaltung und die oft knallbunten Warnfarben lassen diese Insekten noch grotesker erscheinen. Genau diese Stellung erinnerte die frühen Christen an gefaltete Hände. Davon hat die Gottesanbeterin ihren Namen. Doch manche Arten erinnern wiederum an flatternde Schmetterlinge. Ein weiteres Merkmal ist allen Gottesanbeterinnen der Welt gemeinsam: ihre furchterregenden Jagdwaffen.
Die Vorderbeine sind zu scharf gezahnten Klappmessern umgestaltet. Wenn diese kraftvollen, dornenbesetzten Fänge zupacken, gibt es kein Entrinnen mehr. Wegen der vielen nadelscharfen Dornen muss die Gottesanbeterin ihre Fangbeine mehrmals täglich reinigen. Beutereste etwa können Pilzbefall bewirken, und der ist für Insekten äußerst gefährlich. Die Gottesanbeterin oder Fangschrecke ist ein Jäger und ein Augentier. Hat sie ein Opfer angepeilt, schnappt die lebende Falle binnen Sekundenbruchteilen zu. Fliegen zählen zu ihrer Hauptnahrung und die reagieren unglaublich schnell. Aber nicht schnell genug für diesen Jäger. In Regenwäldern wie in Trockengebieten helfen Gottesanbeterinnen mit, die Fliegenheere zu dezimieren. Wie groß die Beute sein darf, hängt im Regelfall von der Größe des Jägers ab. Und Gottesanbeterinnen gibt es in unterschiedlichen Größen. Diese winzige Fruchtfliege ist nur 1 Millimeter lang. Genau richtig für die junge Fangschrecke, die in einer Blüte lauert. Doch es gibt noch ganz andere Monster, wenn es um Beute geht. Diese Schlange war ursprünglich über 20 cm lang. Die Gottesanbeterin, die sie überwältigt hat, misst nur 13 cm, aber sie ist ein unersättlicher Räuber. Dieses trächtige Weibchen hat in ihrem Hinterleib hunderte Eier zu ernähren. Die alten Ägypter müssen von diesen riesigen Raubinsekten beeindruckt gewesen sein. Oft sind ägyptische Hieroglyphen vereinfachte, stilisierte Tierbilder. Viele Gottheiten der Ägypter hatten tierische Gestalt und wurden in naturalistischen Bildern und Skulpturen verehrt. Götter in Tiergestalt spielten vor allem eine wichtige Rolle im Totenreich und dem Mumifizierungskult. Könnte dabei auch die Gottesanbeterin von Bedeutung gewesen sein? Ägyptologen haben zwar einige naturgetreue Bilder von Heuschrecken gefunden, nicht aber von Gottesanbeterinnen. Dennoch galt die Gottesanbeterin als mystisches Wesen. Sie wird im legendären Totenbuch der Ägypter erwähnt. Diese Hieroglyphenzeile ist ihr altägyptischer Name, Abit. Darstellungen des mystischen Insekts sind äußerst rar. Eine fand man allerdings im Grab des berühmten Pharao Ramses II., der Ägypten vor mehr als 3000 Jahren regierte. In der Glaubenswelt der Ägypter hatten Gottesanbeterinnen einen hohen Stellenwert. Man mumifizierte sie nach allen Regeln der Kunst. Wie die Gottkönige selbst wurden sie in kleinen Sarkophagen bestattet, um ihnen ewiges Leben zu sichern.
Im Falle dieser Insektenmumie dauerte die Ewigkeit gerade einmal 3500 Jahre. Bis 1929, als der Archäologe Bernard Bruyère einen kleinen Sarg aus gebranntem Nilschlamm in Theben fand. Als er ihn öffnete, begann der darin enthaltene Tierkörper sogleich zu zerfallen. Alles, was davon blieb, sind ein paar historische Fotografien. Was aber hat die alten Ägypter an diesem Insekt so fasziniert? War es vielleicht die berüchtigte Gewohnheit der Weibchen, während oder nach der Paarung ihre Geschlechtspartner zu fressen? Weibliche Gottesanbeterinnen produzieren Pheromone, Duftstoffe, denen kaum ein Männchen widerstehen kann. Bei den meisten Arten sind die männlichen Tiere viel schlanker und zierlicher gebaut als die weiblichen. Die Drohhaltung des Weibchens sollte eine Warnung sein. Eine falsche Bewegung und es ist um ihn geschehen. Jeder seiner Annäherungsversuche ist ein Spiel mit dem Tod. Dieses Weibchen ist offenbar nicht in Hochzeitsstimmung. Ein anderes Männchen hat es geschafft, auf das Weibchen zu steigen. Diesmal ist das Weibchen fortpflanzungsbereit. Die Paarung kann, je nach Art, wenige Minuten bis mehrere Stunden dauern. Diese beiden jedenfalls nehmen sich alle Zeit der Welt. Ist die Paarung vollzogen, wird es für das Männchen gefährlich. Es muss sich so schnell wie möglich davonmachen, wenn es überleben will. Seine Flucht kam zu spät. Das Weibchen war viel schneller und beginnt ihren Partner bei lebendigem Leib zu verspeisen. Kannibalismus an sich und besonders bei der Paarung mögen wir als grausam empfinden. Aber dieses Männchen hat seinen Lebenszweck erfüllt. Wenn es noch einen Nutzen hat, dann als Energiepaket für die soeben befruchteten Eier. Ein anderes Paar in der Nähe sorgt ebenfalls für Nachwuchs. Das Männchen ist zwar noch recht aktiv, aber es hat bei der Liebe buchstäblich den Kopf verloren. Wo eben noch der Kopf saß, tritt jetzt grüne Körperflüssigkeit aus. Insekten können so noch eine ganze Weile überleben. Immer noch ist das kopflose Männchen nicht am Ende. Bald wird von ihm so gut wie nichts mehr übrig sein. Wie so viele seiner Geschlechtsgenossen wird es vom Weibchen buchstäblich vernascht werden. Die Gottesanbeterin ist ein uraltes Insekt. Ihre Entwicklungsgeschichte reicht viele Millionen Jahre zurück. Im Lauf ihrer langen Stammesgeschichte hatten Gottesanbeterinnen zwar nie mit dem Meer zu tun, trotzdem findet man gerade an Küsten ihre frühesten Spuren. An den Stränden der Nord- und Ostsee, aber auch der Karibik,
werden sie immer wieder an Land gespült. Bernsteinklumpen, die nichts anderes sind als fossiles Baumharz. Als diese Substanz vor Jahrmillionen noch eine klebrige, zähflüssige Masse war, fingen sich darin Pflanzenteile und kleine Tiere. Unter Luftabschluss haben sich diese Organismen im durchscheinenden Bernstein perfekt erhalten. Aus solchen Funden weiß man, dass sich das Alien-Insekt in fast 50 Millionen Jahren kaum verändert hat. Bis heute hat man nur ein paar Dutzend fossiler Gottesanbeterinnen gefunden. Noch älter als die Fangschrecken sind ihre heute noch lebenden Verwandten. Die Schaben. Sie bewohnen unseren Planeten schon seit dem Erdzeitalter des Karbon, seit unvorstellbaren 360 Millionen Jahren. Diese Insektenordnung ist derart erfolgreich, dass sie sich über die ganze Erde ausgebreitet hat. Heute kennt man etwa 3500 Schabenarten. Sie sind Allesfresser, aber die meisten bevorzugen Pflanzennahrung. Obwohl Schaben und Gottesanbeterinnen nah verwandt sind, sehen sie sehr verschieden aus. Andererseits sehen ihnen Heuschrecken sehr ähnlich, obwohl sie mit ihnen überhaupt nicht verwandt sind. Gottesanbeterin und Heuschrecke verbindet nur eines. Die eine ist Beute, die andere Jäger. Die Gottesanbeterin ist ein Lauerjäger. Ihr großes Erfolgsgeheimnis? Sie macht sich so gut wie unsichtbar. Manche Gottesanbeterinnen ähneln bis ins kleinste Detail grünen Blättern. Andere Arten, die sich gern auf dem Boden aufhalten, imitieren mit verwirrender Perfektion dürres Laub. Weltweit gibt es etwa 2200 Fangschreckenarten und die Vielfalt ihrer Maskeraden scheint grenzenlos. Der Oscar für die originellste Tarnung geht an die wandelnde Geige aus Malaysia. Das ist übrigens der Kopf des Insekts. In tropischen Gebieten imitieren Gottesanbeterinnen abgefallenes Laub in vielen Varianten. Sitzend oder hängend verschmelzen sie bis zur völligen Unsichtbarkeit mit dem wirren Muster des Urwaldbodens. Die Kronenfangschrecke in den Regenwäldern Indonesiens und Malaysias tarnt sich als Blütenblatt einer Orchidee. Selbst aus nächster Nähe ist kaum zu erkennen, wo das Tier endet
und die Pflanze beginnt. Die unglaubliche Formenvielfalt der Gottesanbeterinnen faszinierte Künstler und Wissenschaftler schon vor 300 Jahren. Sie zeichneten und malten nicht nur bunte Falter, sondern auch die filigranen und pittoresken Leiber unterschiedlichster Fangschrecken. Die Forschertätigkeit regte zu kühnen Fantasien an, die unsere Berührungsängste mit der Insektenwelt widerspiegeln. Diese Skulpturen finden sich in einem der ehrwürdigsten Tempel der Naturwissenschaft, im Wiener Naturhistorischen Museum. Der Sammlerleidenschaft der Habsburger ist es zu danken, dass schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts das kaiserliche Naturalienkabinett gegründet wurde. Die ältesten Präparate von Gottesanbeterinnen sind 150 Jahre alt. Die zoologische Sammlung des Naturhistorischen Museums gehört zu den umfassendsten der Welt. Mehr als 14.000 Präparate von Gottesanbeterinnen aus aller Herren Länder sind hier aufbewahrt. Dennoch ist vieles, was diese alienhaften Kreaturen betrifft, bis heute unbekannt. Aber die Auswertung des historischen Materials und jüngste Freilandstudien werfen allmählich ein neues Licht auf diese faszinierenden Jäger. Man hat die Gottesanbeterin als gnadenlose Fressmaschine verdammt. Der wissenschaftliche Blick jedoch offenbart neue, spannende Verhaltensweisen dieser Insekten. Bei einigen Arten sind die Innenseiten der Vorderbeine auffällig gefärbt. Damit können die Tiere einander Signale senden. Gottesanbeterinnen sind normalerweise aggressive Einzelgänger. Sie reagieren auf fast alles, was sich bewegt, und attackieren sogar Artgenossen. Eine kleine südostasiatische Spezies vermeidet solche Attacken mit einer Art Gebärdensprache. Boxerfangschrecken präsentieren abwechselnd die farbigen Innenseiten ihrer Fangbeine, was so viel bedeutet wie: Nicht fressen, ich bin ein Artgenosse. Die Bewegungen erinnern an chinesische Schattenboxer. Daher der Name. Mittlerweile weiß man auch, dass längst nicht alle Arten den berüchtigten Paarungskannibalismus praktizieren. Bei dieser Spezies aus dem Mittelmeerraum verläuft zwar die Partnerwerbung stürmisch, aber das Männchen wird nach der Paarung verschont.
Auch viele tropische Arten sind eher zärtlicher Liebende. Die Fortpflanzungsmethode der Gottesanbeterinnen erscheint ebenso geheimnisvoll wie das Alien-Insekt selbst. Gottesanbeterinnen legen ihre Eier in Schaumnester, die sie an Zweige kleben. Der Schaum ist so fest wie Styropor, obwohl er zerbrechlich aussieht. Die Nester verschiedener Arten haben unterschiedliche Formen. Dieses hier ähnelt einer halben Walnuss. Andere Nester sind als Vogelkot getarnt, um auf Räuber uninteressant zu wirken. Die Weibchen mancher Arten bewachen sogar ihr Gelege. Dieses Verhalten ist außergewöhnlich. Man kennt es ansonsten nur von staatenbildenden Insekten wie Ameisen und Bienen. Die porösen Schaumnester bieten einen hervorragenden Wärme- und Kälteschutz für das Gelege. Kurzfristig können die Larven darin bis zu minus 40 Grad Celsius überdauern. Auf diese Weise kann sich eine Spezies sogar in Mitteleuropa halten. Die meisten Arten jedoch findet man in tropischen und subtropischen Breiten. Diese als Zweig getarnte Gottesanbeterin lebt im westafrikanischen Ghana. Das Weibchen ist gerade damit beschäftigt, ein Schaumnest herzustellen. Aus dem Hinterleib tritt eine zähe Flüssigkeit aus, die am Zweig kleben bleibt. In dieser Flüssigkeit sind auch die Eier enthalten. Aber kein einziges Ei dringt an die Oberfläche. Sie bleiben alle geschützt im Inneren des Kokons. Ein Gelege zu vollenden dauert je nach Spezies bis zu 5 Stunden. Eier und einen Kokon zu produzieren, ist eine enorme Belastung für das Insekt. Trotzdem bauen die Weibchen mancher Arten in den wenigen Monaten ihres Lebens bis zu 20 solcher Nester. Irgendwann aber ist ihre biologische Uhr abgelaufen. Die Fressmaschine hat aufgehört zu fressen. Für eine kurze Zeit wird sie selbst zum Mittelpunkt des großen Fressens. Die nächste Generation ist schon bereit, die Nachfolge anzutreten. In tropischen Gegenden reifen die Eier rasch, innerhalb von 3 bis 10 Wochen. Jedes Ei liegt in einer eigenen Kammer. Manche messen nur den Bruchteil eines Millimeters. Ist der richtige Zeitpunkt gekommen, zwängt sich die Alienbrut aus dem Kokon. Die meisten Gottesanbeterinnen schlüpfen gleichzeitig. Bei manchen Arten sind es mehrere hundert Individuen, bei anderen nur ein paar Dutzend. Die Anzahl dieser sogenannten Nymphen variiert nicht nur von Art zu Art, sondern auch von Kokon zu Kokon. Bei den meisten Arten sehen die jungen Gottesanbeterinnen von Anfang an aus wie erwachsene Tiere und verhalten sich auch so.
Von der ersten Stunde an sind die winzigen Aliens Jäger. Bald nach dem Schlüpfen geht jedes Junge seine eigenen Wege. Allein machen sie sich auf in eine gefährliche Welt. Es gibt Räuber, die es verstehen, Gottesanbeterinnen trotz ihrer perfekten Tarnung aufzuspüren. Die kräftigen Kiefer der Perleidechse zermalmen mühelos den harten Chitinpanzer der Gottesanbeterin. Aber es gibt auch noch andere Feinde, vor denen eine junge Fangschrecke auf der Hut sein muss. Die Erwachsenen der eigenen Art. Schon ein geringer Größenunterschied kann die eine zum Räuber, die andere zur Beute machen. Auf Zweigen von Büschen und Bäumen stößt man gelegentlich auf schemenhafte Gebilde. Durchscheinend und leblos wirken sie wie abgestreifte Körperhüllen. Und genau das sind sie auch. Junge Gottesanbeterinnen, die ihren Feinden entgehen, müssen sich regelmäßig häuten, damit sie wachsen können. Eine solche Gelegenheit lässt sich das Dreihornchamäleon nicht entgehen. Auch wenn sich die Gottesanbeterin immer noch tapfer wehrt. Die Kiefer dieses Westentaschendinosauriers sind übermächtig. Der Kampf Reptil gegen Insekt ist entschieden. Doch manchmal, haben Naturforscher berichtet, sei der Ausgang umgekehrt. Sollen große Gottesanbeterinnen Reptilien erbeuten? Doch was ist tatsächlich von diesen Horrorgeschichten zu halten? Eine etwa 25 cm lange Kornnatter sucht nach Beute. Das Alien-Insekt ist bereits auf sie aufmerksam geworden. Außerstande, sich aus dem Zangengriff der 15 cm langen Gottesanbeterin zu befreien, ist die Schlange in Gefahr, bei lebendigem Leib gefressen zu werden.
In allerletzter Sekunde gelingt es dem Reptil, sich aus den Fängen des Alien-Insekts zu winden. Die Schlange wird überleben. Südamerika-Reisende haben mehrfach berichtet, dass Gottesanbeterinnen sogar warmblütige Geschöpfe fangen. Diese schillernden Kolibris leben von Nektar und umschwirren ständig die Blüten bestimmter Pflanzen. Aber zwischen der Blütenpracht lauert Gefahr. Eine Gottesanbeterin wartet auf Beute, absolut reglos und perfekt getarnt. Kolibris sind die kleinsten Vögel der Welt. Für die Gottesanbeterin ist der winzige Vogel eine Mahlzeit wie jede andere. Er ist um nichts schwieriger zu erbeuten als manche Insekten, etwa ein großer Nachtfalter. Die meisten Menschen betrachten Kolibris als fliegende Juwelen. Gottesanbeterinnen hingegen als gefräßige Monster. Vor der Natur sind sie beide gleich. Kolibris sind äußerst stressempfindlich. Der Schock allein kann sie töten. In den Fängen einer Gottesanbeterin endet ihr Leben binnen Sekunden. In den feuchtheißen Regenwäldern Südamerikas hat man beobachtet, wie Gottesanbeterinnen von 10 cm Körperlänge und mehr Wirbeltiere überwältigen. Doch in den Savannen Afrikas fangen sie sogar Säugetiere. Die afrikanische Knirpsmaus ist ein potenzielles Opfer des Alien-Insekts. Die auffälligen Putzbewegungen der Maus ziehen die Fangschrecke magisch an. In den Klauen der Gottesanbeterin haucht die Maus schnell ihr Leben aus. Dass ein Insekt ein Säugetier erbeutet, mag auf uns abstoßend wirken. Aber für die Natur ist Protein gleich Protein, woher auch immer es stammt. Manche Tiere, die wir als besonders niedlich und sympathisch empfinden, leben genauso räuberisch wie die vermeintlichen Insektenmonster.
Hat ein Igel erst die Witterung einer Gottesanbeterin aufgenommen, wird es für die Fangschrecke eng. Der stachelige Insektenfresser lässt sich weder von den dornigen Fangbeinen noch von den Drohgebärden einer Gottesanbeterin beeindrucken. Am Ende stirbt das Insekt zwischen den nadelspitzen Zähnen des Igels. Hier schließt sich einmal mehr der ewige Kreis des Fressens und Gefressenwerdens. Der Igel zieht weiter ins Dunkel der hereinbrechenden Nacht, wo er noch viele Opfer finden wird. Die Gottesanbeterin mag uns als bizarres, fremdartiges Monster erscheinen. Aber sie ist ein Geschöpf der Natur. Und dort gehört sie auch hin. Die Gottesanbeterin ist ein Produkt der Evolution auf unserem Heimatplaneten. Auch wenn sie aussieht wie eine Kreatur aus den Tiefen des Universums.